In diesem Video schauen wir uns an, wie man bei einem Epson-Drucker den Druckkopf reinigen kann, wenn der Ausdruck streifig wird oder das Düsentestmuster eben diese Fehler aufzeigt. Das erste, was wir machen, wir gehen am Drucker in die Einstellungen. Das kann man entweder über das Display machen oder über den Computer. Und wir sagen, dass wir die Tintenpatronen austauschen wollen und bringen den Drucker so dazu, den Schlitten mit den Tintenpatronen in eine andere Stellung zu bewegen. Und in dem Moment, wo er sie dahin bewegt hat, in diese Stellung, ziehen wir einfach den Stecker. Das Ziehen des Steckers hat zur Folge, dass wir den Schlitten mit dem Druckkopf nach rechts und nach links bewegen können. Als nächstes nehme ich nun eine Küchenrolle und falte diese schmal zusammen, so wie im Video zu sehen. Diese lege ich nun flach in den Drucker. Nun habe ich hier eine Desinfektionslösung, die zum großen Teil aus Alkohol besteht. Damit tränke ich jetzt das Küchentuch. Als nächstes schiebe ich den Schlitten mit dem Druckkopf über das Küchentuch, indem ich das Küchentuch einfach nach unten drücke. In dieser Stellung lasse ich den Druckkopf nun für 1 bis 2 Stunden stehen. Ist die Zeit abgelaufen, schiebe ich nun den Schlitten mit dem Druckkopf wieder zur Seite und entnehme das Küchentuch. Man sieht, es hat sich vollgesogen mit Tinte. Macht euch vorher Gedanken, wo ihr es hinschmeißt. Nun kann der Drucker wieder geschlossen werden und mit dem Strom verbunden werden. Wenn der Drucker nun startet, dann beginnt erstmal ein langer Startprozess. Eventuell reinigt er hier nochmal die Tinten. Testweise sollte man danach nochmal ein Düsenprüfmuster drucken. Das Prüfmuster hat nun ein paar Farbkleckse, das kommt aber nicht vom Druckkopf selber, sondern dadurch, dass das Küchentuch im Drucker gelegen hat und dort die Farben sich jetzt etwas verteilt haben. Aber der Druckkopf ist, wie man sieht, gut gereinigt, die Streifen sind fehlerfrei.